Bitte schön, viel Spaß. Wir haben noch Fahnen zu verschenken. Ja, einfach 10. Den Protest werdet ihr niemals unterbinden in diesem Land. Solange es Menschen gibt, denen es schlecht geht, die ihr nach unten tretet, die werden irgendwann sich das Recht herausnehmen, von unten nach oben zurückzutreten. Das ist unser Widerstandsrecht. Das müsst ihr endlich begreifen. Das ist nicht nur die illegale Immigration. Das ist unter anderem auch Energiepolitik, Bildungspolitik, Euro sowieso. Es sind so viele Themen, die mal zur Sprache kommen müssen. Nein, Merkel muss weg, ist sicherlich kein Programm, aber ich denke mal, es ist einfach Ausdruck des Frusts. Es kommt mehr aus dem Bauch als aus dem Kopf. Was genau stört der Grenzschutz, ganz genau, nicht verfolgt wird. Bildung, Schulungswesen, was vernachlässigt wird, fehlten immer die Gelder für. Da kann was nicht stimmen. Jetzt werden plötzlich Millionen für unsere Goldstücke ausgegeben werden. Da frage ich mich, wo kommt das Geld denn her? Wie kann man als Deutschland GmbH, eine GmbH sind wir seit 1999, wie kann man so einem Land so viel Schulden zukommen lassen? Das geht doch nicht. Auf jeden Fall auf Ihrer Seite. Danke. Weil wir einstehen für die Zusammengehörigkeit und nicht für Exklusion, für Gleichheit und nicht Überlegenheit und Herrschaft. Das ist auch richtig heiß heute, wa? Ja. Genau. Warum sind Sie heute gekommen? Um das zu sehen. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie das hier so sehen? Das erschreckt mich. Was erschreckt Sie daran? Ich weiß. Weil Nationalismus immer erschreckend ist. Hier hat einer gucken da, aber wa? Das hätten Sie nicht erwartet.